dazu und Forschung war durch. Du brauchst bestimmt wieder Ärmchen, ne? Ne, rote Chips diesmal. Ja. Ja, kann ich nicht ändern. Rote Chips wird eine Weile dauern. Vielleicht müsste ich jetzt nochmal zwei Fabriken bauen mit grünen Chips. Oder ich hau da die guten Speed-Module rein. Weil Strom, ja. Strom geht, sagen wir so. Schön ist was anderes, aber es geht. Alternativ mache ich dich jetzt mal schnell. Oh, warte, du kommst gar nicht hinterher mit dem Eisen? Was? Mach das mal höher, mach es mal auf 100. Shift rechts, Shift links. Wir hatten noch 2000 noch. Ja, oh. Wir haben nur noch 900 Eisen im System. Ich denke, wir steuern da auf ein recht arges Problem zu. War das hier nicht geplant für gelbe Fabriken? Not amused. Absolut nicht amused. Oder wie auch immer das heißt. Dass das mit dem Stahl nicht hinterherkommt, dass Eisen und Kupfer jetzt. Also Kupfer ist okay. Aber Eisen immer schwieriger wird, dass mit dem Strom immer hakeliger wird, dass die Laser- und Plasmawaffen nicht funktionieren, dass ich eine Basis oben nicht geknackt bekommen habe. Das. Lass mal was trinken. So. Also es ist schwieriger als gedacht. Definitiv schwieriger als Vanilla. Vor allem auch mit den ganzen Special Features wie die Artillerie und den Dauerangriffen und so weiter. Ich muss momentan wahrscheinlich einfach nur die Füße erstmal stillhalten und die ganzen Kisten sich ausbalancieren lassen. Und dann erst wieder anfangen, Forderungen zu stellen. Was schwierig ist, weil ich gerne immer weiter expandiere. Die da. Die da müsste ich echt schaffen, oder? Ja, das heißt, ich schnapp mir jetzt noch einmal Munition, gehe wieder auf den Trip, aber schnapp mir diesmal ein Ziel, das auch klein genug ist, dass ich sie ordentlich verprügeln kann, ohne dass es sich wehrt wie das andere Teil. Da, Muni. Gib mir Muni. So, genau. Schmeiß das da rein, damit es nebenan reingelegt wird. War eine sehr schöne Taktik. So. Weg, du weg, du weg. Mehr Platz für Muni und das sollte reichen. Okay. Lauf auf dem Fließband, auf der Straße schneller. Tonk. Das Teil hier. So lange schon da und so oft schon im Weg gestanden. So. Wo will ich hin? Wo will ich hin? Sieht auch nicht so klein aus, oder? Mist. Wann sind die also groß geworden? Also ja, ich weiß, die im Osten ist eh unknackbar, aber da sind jetzt noch ein, zwei zugekommen, die sind auch unknackbar. Damit habe ich mich schon fast abgefunden, dass wir drei Basen oder so in der Nähe haben, die ich nicht knacken kann. Aber den Kleinkram, ernsthaft, komm, lass mich so kleine Dinge töten können, wie das da. 5. Hier sind wenigstens keine Bäume im Weg. Das Ding hatte ich auch schon mehrfach, glaube ich, angegriffen. Die zwei hier. Das heißt, es sollte nur so rudimentär was da sein. Ja. Ja, das sieht... Wow. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Mist. So. Okay. Einmal anlocken. Schon wieder so viel Zeug. So, ja. Da tank ich mal ein bisschen, weil ich meinen Turm nicht verlieren will. Das sollte passen. Ne, da ist definitiv was schief gelaufen. Ach, das ist kaputt. Also es scheint so, gefühlt zumindest, dass alle Kreaturen vom Feind mit der Zeit stärker werden. Also einfach grundlegend mehr Schaden machen, egal was für eine Art von Viecher es sind. Das heißt, irgendwann kann mich theoretisch dann alles one-hitten. Das wäre die beste Rüstung mit Schilden drin, aber nein.
Pot ist das gar nicht mehr so weit weg, denke ich. Also, dich lasse ich mal. Genau, du musst weg. Du bist nämlich ein Spawner. Turm ist weg. Okay, okay. Da sind noch zwei Gebäude, aber die droppen nichts. Mach sie trotzdem weg. Sie brauchen noch ein Klick-Klick-Klick-Geräusch, wenn das oh Gott. Wenn das Magazin alle ist, dann wäre es perfekt. Lauf. Ja, ja, ja. Wo laufe ich hin? Da sind die Türme. Türme, 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 Türme. Alles verdammt viel zu knapp. Was mache ich jetzt? Kurz erholen und dann... Ja, das Erholen dauert, weil es dunkel ist. Weil keine Solarenergie und so. Aber da sind nur zwei von diesen Platzhaltern, die ich zerstören könnte. Die bringen mir gar nichts. Jetzt kann ich wenigstens einen Grinder bauen. Wobei ich nicht weiß, ob ich das tun sollte. Es gibt bestimmt noch irgendwas anderes, was ich damit bauen könnte, / sollte. Bessere Batterien. Könnte ich erforschen? Ja. PS40 Damage Bonus. 268. Rote Tränke. Und 1000, das könnte hinkommen. Aber das Ganze dann wieder für ein Prozent oder was Damage Bonus. Könnte einen Unterschied machen. Nee. Nimm lieber Basic Beacon. Braucht noch mehr Strom. Nee, lass mal. Ich glaube, ich forsche erstmal nicht, um Ressourcen zu sparen. Und ich denke, ich nehme euch jetzt wieder mit. Lass die verdammte Basis da Basis sein. Und bunker mich jetzt die nächsten, keine Ahnung, 3-4 Folgen so ein. So lange, bis ich genug Stahl habe für die schöne Rüstung. Und tinker dann so ein bisschen rum, was man noch verbessern könnte und so weiter und so weiter. Aber nicht angreifen, das kommt echt nicht gut gerade. Echt nicht gut. Besser. Ich habe übrigens den Vorschlag, dass ich hier nicht mit blauen Ärmchen arbeiten sollte, sondern mit grünen, weil halt manchmal die falschen Sachen von dem Fließband genommen werden. Aber es werden nur die falschen Sachen vom Fließband genommen, wenn ich ein Ärmchen lege, was nirgendwo hinzeigt. Also so zum Beispiel und dann darüber einen Sniper-Turm bauen, denn der ist falsch. Also ist nicht schuld. Wow, wow, wow. Was? Was ist die Königin denn? Ja, also nicht nur, dass sie mehr Schaden machen und vermutlich auch mehr aushalten. Es werden noch immer mehr. Geht noch alles, aber es fühlt sich an, als wenn es echt in den letzten Folgen am Eskalieren wäre. Wobei ich nicht wüsste, woran es liegt. Vielleicht an meiner Roboterarmee, vielleicht dem ganzen Smog, vielleicht einfach nur Zeit. Kein Plan. So, ihr macht alle schön Strom, sehr gut. Wo laufe ich gerade panisch hin, ohne nachzudenken? Essen und Trinken kann ich mir kurz schnappen. Ja, aber das wollte ich nicht. Ich wollte nach Stahl gucken. Essen und Trinken wäre auch ganz woanders gewesen. Es wird da. So, nom 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 nom. Runter. Zu Stahl und finde wahrscheinlich wieder nur 12 Barren oder so. Ja, 4 da drin. Krank, alles was. Alles einfach nur krank. Und Rotschips werden auch keine vorrätig sein. Ich denke, ich sollte mal Skynet ausmachen, weil 370 Roboter sollten eigentlich vorerst reichen. Also natürlich, wenn ich irgendwas Extraordinäres verlange von denen, sind doch alle beschäftigt, aber so im Normalzustand kommen die ja ganz gut hin. Das heißt, ich klemme Skynet jetzt einfach mal ab und hoffe dadurch den Stahlverbrauch ein wenig einzuschränken.
Also einfach da umgelegt. Und dann push ich dich auch nochmal. So, kein Eisen. Was die Stahlschmelzen bringen mir auch gar nichts, weil wenn ich die Stahlschmelzen jetzt auch noch verstärke, dann haben wir noch weniger Eisen. Ich werde also jetzt... Ja, ich werde die Eisenader in der Osterweiterung anschließen, auch wenn wir nicht genug Grinder dafür haben. Ist dann halt so. Schade, aber na gut. Das heißt einfach Fließband hier und dann nach Westen rüber. Das ist das Fließband hier, oder? Also es war früher mal das Fließband. Also so, so. So. Und jetzt sollte da einigermaßen... So. Es sollte eigentlich einigermaßen was ankommen, aber es sind halt nur zwei Drills. Das heißt, ich muss die ganzen anderen Drills jetzt mal hinsetzen. Eine schöne Abdeckung hier haben, dann passt das. Und... mach es anders. So. Viel besser. Dann überlappen sie sich halt, aber dann überlappen sie sich halt. Das ist jetzt nicht so wirklich schlimm. So. Schon mal besser. Ein bisschen aufbauen. Aber immer noch nicht wirklich gut. Speedmodule? Fragezeichen. Habe ich eh nicht genug dabei. Lass ich dann. Ich mache lieber hier dicht. Da dicht und bab noch mehr von den Drills auf dem Boden. Okay, hier ist jetzt echt nicht mehr so cool. Was soll's? Da ist irgendwo ein Fehler gemacht worden. Ach du. Zim, zim. Zim. So. So. Ja, das sieht doch okay aus. Das sieht okay aus. Nicht die durchgehende Leitung, die ich gerne haben wollte. Aber dann anfangen. Hier wieder ein Angriff. Schaut so aus, ne? Okay. Die erste Lieferung sollte angekommen sein. Das heißt, die sind hier... Ist er nicht angekommen? Oh. Du bist der erste Schwung. Also der erste Schwung sah voller aus. Gucken wir mal, wie ausgelastet gleich die Schmelzöfen sind. Aber ich denke nicht sehr. Oh, wir haben die unteren abgekapselt. Stimmt. Dann nehme ich die auch mal weg. Nur für den Fall, dass es wirklich noch mehr Strom verbraucht. Momentan haben wir Consumption von 4,3 bei den Schmelzöfen. Ich habe ich abgebaut, wir haben mehr Consumption. Ja, weil die da hinten jetzt auch angefangen haben zu rödeln. Das heißt, passiv verbrauchen die wohl echt nicht viel, die Schmelzen. Das heißt, ich hätte sie nicht abreißen müssen. Aber was soll's. Und das rote Fließband kommt auch ganz gut hinterher mit dem Hintransportieren. Der Abtransport ist jetzt eher ein Thema. Das heißt, forder bitte mal an rote Fließbänder, falls noch im System in irgendeiner Form vorhanden. Und dann machen wir die alle rot. Ich könnte alternativ auf was tun? Nix, weil ich keine halben Ärmchen machen kann, weil wir keinen Dattek haben. Brauch Fließbänder, ja. Fließbänder und Zahnräder. Sollte ja beides hier oben sein, richtig? Das ist noch ganz schön finster auf dem Weg dahin. Licht verteilen. Gut. Also, Fließbänder. 4.
Zahnräder. Abgefahren. Einfach nur abgefahren. Wow. Das reicht hoffentlich. Das Wunder war noch welche. Gut, gut, gut. So. Also abgefahren, an was für ein Hungertuch wir gerade nagen. Das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Das ist Factorio, da ist vieles möglich. Hier wollte ich das benutzen, richtig. Dun, dun, dun. Kurven waren das Wichtige. So, nicht komplett rum, aber so sollte das passen. Jetzt könnte es eher daran liegen, dass die Sachen nicht schnell genug einsortiert werden. Jetzt ist alles instant weg. Gut. Das heißt, das Eisen da oben ist komplett nur dafür da, als Eisen benutzt zu werden. Und das, was unten einsortiert wird, was hoffentlich immer noch genug ist, wird dafür genutzt, Stahl herzustellen. Okay. Das staut sich dennoch viel zu stark. Das heißt, ich mache dich hier jetzt auch wieder an. Und baue euch wieder auf. So. Wir haben jetzt Eisen nicht wirklich im System. Wir haben 340 Kupfer, das war's. Aber ich denke, in den nächsten Folgen wird es einen richtig schönen Schwung wieder geben an Eisen. Dadurch hoffentlich auch an Stahl und dadurch hoffentlich auch an allem anderen, was vom Stahl abhängt. Und dann erweitern wir das nach und nach und alles wird gut. Alles wird gut. Das da muss unbedingt auch gestopft werden. Unbedingt auch gestopft werden, aber da werden die 19 nicht reichen. Jo, okay. Also, Eisen im Auge behalten. Stahl im Auge behalten. Strom weiter ausbauen und die ganzen Steinminen einmal abklappern, um Lernfläche herzustellen, um die letzten Löcher hier zu machen. Und ebenfalls auch noch regelmäßig bei der Osterweiterung reingucken und die Türme setzen. Damit sind wir nämlich, glaube ich, auch noch nicht fertig. Und so kann ich die Zeit rumtreiben, bis ich genug Stahl habe für meine 6 MK2-Schilde, um überhaupt irgendwas nochmal töten zu können. Weil das ja doch wesentlich schwieriger geworden ist. Also bis gleich.